Genau, versteck dich gleich. Laura! Laura, ich sag mal manchmal Laura zu dir. Nora, wie geht's dir? Gut. Sehr schön. Hi! Hallo! Kurze Frage für den Blick hier, ein Interview. Oh, wie finden Sie diese Veranstaltung so? Gut, ist gut. Okay, ja. Was konkret finden Sie am besten so? Den Veranstalter. Die Kirchgemeinde Königswalde quasi, also Martin Zeltmann. Ja. Cool. Ja, der Kirchgemeinde. Hi Nick, Moin. Wie geht's dir? Passt. Alles cool? Alles. Sehr schön. Hi Katrin. Hey Sven. Ein kurzes Wort zur Jugendwoche. Ein kurzes Wort. Chris, ein Wort zur Jugendwoche. Ach so, ein Wort. Ich hab ein Foto. Sehr genial, super coole Leute. Hier siehst du es alle überall. Ich bin total begeistert, ich bin froh hier zu sein. Und diejenigen, die nicht gekommen sind, die verpassen was und sind selber schuld. Vielen Dank. So viel da. Wie? Ein Wort zur Jugendwoche, ganz kurz. Königswalde 2013. Richtig coole Zeit. Tolle Leute, tolles Programm. Unbedingt vorbeikommen. Okay. Dabei ist alles. Yeah.
als nur Mensch. Du stehst in heiligen Hallen, wo die Sklaven König. Das war's nicht! Ich komm mal rein! Ja, komm rein! Ich bin dann rein zur Oma, wir haben einen Tasse Kaffee getrunken und ein Schnitzchen gegessen. Ich und ich sag, Oma! Oma, du musst unbedingt deine Arbeitskraft verlieren. Was ist, wenn du nicht mehr arbeiten kannst? Wir haben uns getroffen und ja, das ist uns zusammengekommen. Das war eigentlich was. Das war auch okay. Mit den Texten und ja, was ist dir da wichtig? Ja, wie ich schon gesagt habe, meine Erlebnisse, alles was mir so passiert oder meine Gedanken und Gefühle, es hilft mir unheimlich, Lieder zu schreiben und damit aufzuarbeiten, was ich fühle. Aber was noch viel wichtiger ist und was mir besonders viel wichtiger ist, ist, dass meine Inspiration von oben kommt, von Gott. Von Jesus, von dem ihr vorhin schon gehört habt, der uns so sehr liebt. Und ich denke, ich schulde es ihm, weil er hat mir das geschenkt. Wenn ich flieh, wenn ich knie, bist du mir nah. Ich will mehr von dir in aller Zeit. Ich will dich hoch erhoben sehen. Du bist hier, du bist da, du bist wunderbar. Wenn ich flieh, wenn ich knie, bist du mir nah. Ich will mehr von dir in aller Zeit. Ich will dich hoch erhoben streift die Meere und die Himmel und führt Völker neu ins Licht. Die Schöpfung wirft sich vor ihm nieder, vor seinem Thron, seinem Angesicht. Du siehst ihn auf und scheinbare Weise unsichtbar und doch so nah. Er zeigt sich dir heimlich still und leise. Ist doch klar, dass nicht immer alles glatt läuft, nicht immer so, wie man es sich gerade erträumt. Doch mal ehrlich, wär das nicht langweilig, jeder wär entbehrlich, keiner mehr gefährlich. Ich versteh nicht, was die Leute haben, ständig trübe Tassen, die in Massen unsere Welt hassen. Da, die Welt ist nicht gerecht, doch während es dir gut geht, haben andere auch mal Pech. So ist das Leben eben, geben oder nehmen, geben. Entweder was tun oder einfach nur rumreden. Jeder will was schaffen, nur was kann man schon machen? Ich oder du? Keine Zeit, um auszuruhen. Bitte komm nicht mit irgendeinem Gelaber über Zeit oder Geld. Wir leben in derselben Welt. Mann, komm, schau doch mal nach vorn. Was siehst du? Sag doch mal Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nochmal Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Denn du musst wieder mal zur Schule, würdest lieber liegen bleiben, ruhen. Aber eigentlich ist der Schlaf das Gemecker nicht wert. Und deshalb reichst du die Bettdecke weg, Mann. Du stehst wieder mit dem Linken auf. Heute ist dein Glückstag, denn jeder zweite linkt dich auch. Und du klingst dich aus. Ein Bus von links, pass auf, der Sound des Lebens und so klingt er auch. Aber hey, hörst du das Vogelgezwitscher, obwohl sich die Wolken nach oben verdichten? Während langsam die Sonne das trostlose Foto durchdringt, zeigst du Zähne und grinst. Gab uns einen Eimer Farbe in die Hand. Dein Horizont ist dunkelgrau. Warte mal, wir malen ihn kurz an. In einer grauen Welt bemalen wir Wände. Lass uns doch dein Pinsel sein.
einen, wie man es habe.